Für den Löwen braucht ihr einen Pappteller, Pfeifenreiniger in Braun oder Schwarz, Augen oder Knöpfe als Augen, Acrylfarbe in Schwarz, Gelb, Orange und einen Pinsel und eine Schere. Als erstes malt ihr die Mitte des Tellers gelb. Das haben wir auch wieder für euch vorbereitet. Den äußeren Rand des Tellers malt ihr orange. Das müsst ihr dann erstmal trocknen lassen. Wenn das ganz... Wenn das Ganze getrocknet ist, schneidet ihr den orangen Rand ein. Das macht ihr rundum. Anschließend biegt ihr das alles ein bisschen zurecht, lockert es. Als nächstes malt ihr mit schwarzer Acrylfarbe die Nase. Von dem Pfeifenreiniger formt ihr euch das Maul. Nehmt dafür zwei Stücke, die ihr miteinander verbindet. Anschließend klebt ihr das Maul auf den Teller. Die Augen, Wackelaugen oder Knöpfe, klebt ihr auf und fertig ist der Löwe. Auch den könnt ihr mitbringen zum nächsten Kindergottesdienst.